Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sisio. Wir haben gerade 16.30 Uhr und wie ihr seht, wird es draußen schon dunkel. Zusätzlich dazu ist es auch noch saukalt draußen. Und ich denke, es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen von euch so, dass ihr nicht unbedingt Lust habt, jetzt rauszugehen. Zusätzlich dazu gibt es ja auch nicht unbedingt Möglichkeiten, irgendwo trainieren zu gehen, weil alle Fitnessstudios zu haben. Deshalb muss man irgendwie nach Alternativen suchen. Und zum Beispiel bei uns letzten Samstag war so ein Tag, dass wir nicht Lust hatten rauszugehen. Es war kalt, windig und haben den ganzen Tag hier am Sofa verbracht. Und ich bin so ein Mensch, der eigentlich sowas nicht mag. Ich brauche auf jeden Fall Möglichkeit, mich zu bewegen und so weiter. Und dann lag ich hier am Sofa und habe mir ein paar Sachen überlegt, wie ich nebenbei trainieren kann. Und dann ist ein Trainingsplan entstanden, den ich euch heute vorstellen möchte. Der ist jetzt nicht unbedingt für Fortgeschrittene gedacht, sondern für Anfänger oder für Leute, die sich einfach fit halten wollen. Aber es ist ein Sofa-Workout, vielleicht hier zwischendurch, wenn man doch ein bisschen Energie hat und sich austoben möchte. Und ich würde vorschlagen, ohne jetzt das Video weiterzuschauen, drückst erstmal auf Pause, gehst zu deinem Sofa, legst dein Handy so oder dein Laptop oder dein Bildschirm, keine Ahnung, dass du das Video siehst, drückst auf Play und machst jetzt einfach mal eine Runde mit. Ich habe den Plan so aufgebaut, dass du alle Übungen schnell nacheinander durchziehen kannst. Solltest du doch eine Pause brauchen, drück einfach selber auf Pause und mach so lange, wie du brauchst. So, wir geben uns in Position und die erste Übung heißt Squats. Davon machen wir 20 Wiederholungen. Wichtig ist dabei, dass wir nicht uns komplett aufs Sofa hinsetzen, sondern das nur mit dem Po berühren und dann wieder aufstehen. Direkt zur nächsten Übung und die heißt Bergsteiger und davon machen wir auch 20 Wiederholungen. So, das ging doch super schnell. Und als nächstes machen wir Liegestütze. 10 Wiederholungen. So, und nun folgt Beinheben. Dazu lehnen wir uns nach hinten, können uns am Sofa festhalten und los geht's. Und wenn wir schon mal in der Position sind, können wir direkt was für den Trizeps machen, nämlich Dips. Auch 10 Wiederholungen. So, nun kommt die letzte Übung. Wieder für den Bauch. Schere, let's go. 10 Wiederholungen. Dazu müssen wir uns wieder leicht nach hinten anlehnen, festhalten. 2, 3. Und fertig. Wie ihr seht, bin ich schon selber leicht aus der Puste, aber das ist für mich ein ganz gutes Zeichen. Natürlich will man damit jetzt nicht Massen von Muskeln aufbauen, aber das ist ein Plan, wie gesagt, um ein bisschen was für den Körper zu machen. Wenn man jetzt nicht unbedingt mit Bändern trainieren möchte, die habe ich hier da hinten, sondern mal ein bisschen Abwechslung in sein Training reinbringen möchte. So, und bevor du jetzt wegklickst, schreibst du bitte unten in die Kommentare, ob du den Plan mitgemacht hast und wenn ja, wie du ihn fandest. Und wenn du schreibst, mache ich Abmoderation. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Und wenn das der Fall ist, dann lass mir doch einen Daumen nach oben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch bitte jetzt nach. Ich würde mich mega freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, alles Gute. Bleibt fit. Ciao, ciao.
been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in